Das ist Schleichwerbung, das darf ich glaube nicht machen. Ich muss neutral bleiben. Ich heiße Pascal Riner. Ich habe vor 3 Jahren in der Selmoni angefangen, in der Funktion als Junior-Projektleiter. Mittlerweile führe ich selbstständige Projekte und habe eine Abteilung übernehmen. Als ich dazumal im Jahr 2019 bei der Selmoni angefangen habe, habe ich die Rolle und die Funktion als Junior-Projektleiter angetreten. Kurz darauf, nach einer relativ intensiven Einführungsphase, habe ich das Mandat als vollständiger und selbstständiger Projektleiter übernommen. Währenddessen habe ich meine Weiterbildung zum diplomierten Elektroinstallateur absolvieren und habe hier sehr viel Unterstützung bekommen. In meinem Arbeitsalltag als Projektleiter konnte ich auch viel anwenden, was ich theoretisch in der Meisterschule gelernt habe. Am 30. September 2022 habe ich die Firma Selmoni verloren, für eine kurze Zeit, und habe nach 3 Monaten am 1. Januar 2023 wieder anfangen. Der Grund, wieso ich dort wieder zurückgekommen bin, mir hat die Zusammenarbeit in einem dynamischen Team sehr gut gefallen. Ich durfte mich selber hier verwirklichen, darf mich auch selber hier verwirklichen. Und man kriegt eine sehr grosse Portion Vertrauen geschenkt, was ich sehr genieße. Selmoni hat mich bereits in der Vergangenheit in der Weiterbildung sehr unterstützt. In meiner neuen Funktion als Abteilungsleiter darf ich diverse Führungsseminare besuchen und dort mich weiterbilden lassen.